Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda 2. Ja, wir starten natürlich da, wo wir immer starten, nämlich ja ganz am Anfang. Ist bei dem Spiel leider so. Aber den Weg kennen wir mittlerweile schon. Oh mein Gott, wir werden sterben. Die Blobs werden uns töten. Ich sehe das schon kommen. Oh, wir haben 6 Erfahrungspunkte gemacht. Der ersten ganz am Anfang schon. Schade übrigens, dass die Flöte hier uns nicht teleportieren kann. Weil wir haben ja eine Flöte gefunden. Das Gute ist auch, wir haben jetzt alles voll gebufft. Ja, wir sind jetzt auf Maximum Level. Das bedeutet, der Rest entscheidet jetzt leider Skill. Ja, wir werden sehr viel sterben. Weil Skill ist eines dieser Dinge, die ich nicht habe. Leider. Ja. Man muss sagen, wir haben ein bisschen vorgearbeitet, weil eigentlich den Herzcontainer und den Magiecontainer, den hätten wir eigentlich noch nicht wirklich haben sollen. Aber okay, komm. Wir haben das einfach mal genutzt, weil das Item haben wir letztens geholt. Und ja, ist halt leider nicht so. Gut, ich hoffe nur, dass wir den Dungeon jetzt gut hinter uns bringen, gleich mal am Anfang. Sollte ja gehen. Oh, ich sehe gerade, mir hat es die letzten Erfahrungspunkte nicht aufgerechnet. Ich hatte noch so ein Blipsi kaputt gemacht. Na toll. So, jetzt ist die Frage, ich hoffe, ich finde da jetzt den Weg wieder. Wahrscheinlich ja nicht. So. Bitte sterben. Bitte sterben. Ja, genau. Danke, Spiel, dass du mir wieder mitten ins Gesicht fährst. Mit deinem Hinterteil. Ja. Immer dann, wenn ich komplett voll bin, bekomme ich Magie. So, einmal hier Fairy. So, schnell durchge. Also nach Möglichkeit ohne Treffen. So, die Geschichte. Mit Medusenköpfe natürlich. Ja. Ah, dieses Spiel. Na. Was soll man dazu noch sagen? So, Shield besser ausgerüstet. Falls da fiese Gegner kommen, so wie er, aber den glaube ich, schaffen wir eh auch schon auf einen. So ein, zwei Schläge nur, ne? Aber er muss sich halt treffen lassen. Das ist eher die Schwierigkeit. Würdest du die Freundlichkeit. Oh Gott. Würdest du bitte die Freundlichkeit haben, dich treffen zu lassen? Da kommt ja noch so einer von denen. So, gut, der ist aber gleich tot. Sehr schön. So, nach unten. Und ich glaube, jetzt müssen wir nach links gehen. Bilde ich mir ein. Na toll. So, einer zumindest kaputt gemacht. Okay, super. Wie gesagt, Erfahrungspunkte braucht man nicht mehr. Leider. So, hier fallen Steine vom Himmel. Ja, komm, lass uns ein bisschen treffen. Steine am Kopf ist nicht so tragisch. Behaupte ich mal. So. Tot. Da müsste sogar ein Magiekrug drin sein. Ja, wunderbar. So. Übrigens, wir haben jetzt schon, da wir jetzt volle Magie haben, füllt sich mit dem Krug die Leiste komplett auf, ja? Also, die hätte sich, das war jetzt ein bisschen komisch. Na egal. So, ich gehe weiter nach links. Bin mir nicht sicher, aber sollte passen. Oh, ganz viele Feuermagier. Sind wieder 3 Feuermagier hier. Lass mal die Feuermagier sein. Ist kein Drama, ne? So, ich glaube, da geht's normal weiter. So. Kügelchen hätte ich zwar jetzt töten können, aber hey, wir haben die Erfahrungspunkte nicht mehr nötig. So, da ist jetzt genau der Keulenwerfer oben und da müssten wir jetzt, glaube ich, nach oben fahren. Und dann sollten wir eigentlich zum Boss kommen. Warum ich das weiß? Ja, komm, ich war so frei und hab... Gut, ich sollte irgendwo noch einen Schlüssel finden, aber hey, machen wir jetzt nicht mehr. So schön, dass die relativ 3 Treffer, glaube ich, brauchen die. Ja, 3 Treffer, dann sind die tot. So, ist da vielleicht? Nein, schade. Ah, ein Rote ist auch noch da. Okay, stirbt auch. Alles gut. Ja, dadurch, dass wir einen Master-Schlüssel haben, brauchte ich dieses eine Schlüsseldingens vorher jetzt nicht. So, und wir sind beim Boss. Und er ist eher, oder er ist ein Morgenstern-Typ. Ja, und da muss ich jetzt einfach... Hopp. Hopp. Wouch. Hopp. Autsch. Hopp. Hopp. Moment. Oh, ja, und das... Wow. Also, man muss schon sagen, die Gegner werden echt immer ein bisschen low, ne? So, okay. Und wir tun den Stein rein.
Sollen wir warten, bis die Erfahrungspunkte voll sind? Das Problem ist nämlich, ich glaube, wenn wir da zum falschen Zeitpunkt rausgehen, kann es passieren, dass sich das Spiel aufhängt. Das kenne ich von Speedruns. So. Und ich kann jetzt machen, was ich will. Ich mache Attack Go Up. Bringt nur nichts. Aber ich habe jetzt ein Leben dafür bekommen. Jetzt habe ich nämlich 3 Leben. Ja? Also ist besser als nichts. So, der Dungeon ist fertig. Stimmt zwar nicht ganz, weil es wäre noch ein Schlüssel drinnen, aber naja, wir sind mal nicht so genau. Gut. Dann geht's ab zum nächsten Dungeon. Beziehungsweise erstmal müssen wir in diese eine Stadt nach unten. Oh nein! Oh, da müssen wir jetzt leider wieder mit Feuer ein bisschen arbeiten. So. Ich könnte hier jetzt voll Leben sammeln, aber hey, wozu? Brauchen wir nicht. So, der steht wieder da. Schön, dass der jedes Mal da steht. Dann hören wir diese lustige Musik öfter. So, und jetzt müssen wir hier wieder bei Flan... Nee, wie hieß der eigentlich? Bei Tooltime, ne? Bei Hör mal, wer da hämmert. Da gab es ja auch diesen Nachbarn, der immer nur kurz ein bisschen drüber guckte. Komm, ich lass die einfach mal. Gegner töten muss ich nicht mehr. Das ist ja einfach jetzt der Vorteil. Ja, ich brauche mir keinen Stress mehr machen hier, um Gegner zu töten, weil ich die Erfahrungspunkte einfach nicht mehr brauche. So, und das ist jetzt lästig, weil jedes Mal, wenn wir da unten jetzt sterben, müssen wir diesen ganzen Weg nochmal laufen. Was natürlich echt bitter ist. Aber naja, schauen wir mal. Sollten wir ja trotzdem irgendwie hinkriegen, hätte ich gesagt. So. Witzig, manchmal kann ich den Kopf treffen und manchmal nicht. Das ist irgendwie ganz komisch. So. So, die Gräber, da sollte ich vielleicht nach Möglichkeit nicht einen Kampf riskieren. Okay, hier sind unsichtbar. Ich glaube, da muss ich genau Spell machen, dann sehe ich die nämlich. Und brauche ich den Spellzauber ja doch. So, ich möchte eigentlich in das Dorf. Aber da muss ich zuerst über die Terrorbrücke drüber. Löcher mit Fischen, ja. Und so Viechern. Furchtbar. Ja, Spieldesign technischer Natur eher suboptimal, ne? So, dann da mal kurz zurück. Natürlich ist auch wieder eine kaputte Brücke da, weil ich weiß nicht, warum sind hier unten alle Brücken kaputt? Das ist eher, also die Architekten dieser Brücken. Ich meine, ich bewundere sie, weil die Brückensegmente nämlich hier in der Luft schweben. Keine Ahnung, wie das überhaupt technisch geht. Nein, nein. Und so schnell hat man das eine Leben, das wir zu viel hatten, wieder los. Ne? Ja, das ist... Boah. Das ist halt echt nervig. Weißt du, ich verstehe es nicht, warum man das macht. Ich verstehe es nicht. Das ist einfach so... So, ah. So, und hier sind wir wenigstens geschützt, hoffe ich zumindest. In der Stadt von Kasuto. Kasuto, strange. Es ist verwüstet. Ah, stimmt, da ist ja alles. Genau, kann ich damit Spell? Nö. Okay, Kasuto ist vollkommen zerstört. Schauen wir mal, ob wir hier Sachen finden. Ah, es gibt trotzdem das Tiefgeschoss mit einem alten Mann. Da bin ich sehr froh. Der alte Mann im Tiefgeschoss. Ich kann dir den stärksten Zauber geben. Nämlich, ja, hier, von der Ruhe. Den Donnerzauber, der aber irgendwie fast die volle Leiste braucht, ja. Und ich glaube, den brauchen wir für den Endboss, wenn ich mich nicht irre. Aber ich irre mich oft. Ihr wisst ja, wie das läuft. So. Oh, okay, hier sind, Moment. Ich sehe die nicht. Warum sehe ich die Gegner hier nicht? Was soll der Scheiß? Ich dachte, ich kann hiermit... Hä? Okay, das... Ja, das Spiel wird immer merkwürdiger, ganz ehrlich. Ich war schon der Meinung, dass ich... Stimmt, ich weiß schon, was da der Punkt war. Da brauche ich zuerst das Item aus dem nächsten Dungeon, glaube ich, ne? Ja, jetzt sterbe ich natürlich. Oh nein, ich bin in der Stadt gestorben. Oh mein Gott. Ja gut, dann, weißt du was? Dann hauen wir doch lieber wieder ab. Ist mir jetzt zu gefährlich. Bitte lasst mich, tötet mich nicht, Leute. Tötet mich nicht.
super. Boah, Alter. Ja, komm. Ja, super. Danke. So lustig. Ja, jetzt über die Brücke drüber, wo wir natürlich auch wieder dreimal sterben werden wahrscheinlich. Gut, dreimal sterben kann ich gar nicht mehr, weil dann bin ich tot. Wow. Ich gönne mir einmal Jump und einmal Live, weil ich Angst habe. So. Hui. Große Sprünge. Yay. So, und hier bei diesen Steinen muss ich, glaube ich, irgendwo an der... Wahrscheinlich hier. Ja gut, hier auf jeden Fall mal kurz Bosse töten. Oder auch nicht. Komm, diese Skorpione sind mir egal. Ich glaube, hier muss ich die Flöte spielen, oder? Ja, macht Sinn. So. Und wir sind im nächsten Dungeon. Toll. Na toll, muss ich das jetzt... Okay. So, das muss ich natürlich jedes Mal... Warum kommt da jetzt immer so ein Scheißtyp raus? Ich muss doch hier... Hallo, bitte spielen. Ich muss mich doch hier aufheilen können. Oh nein. Ja, okay. Gut, ich glaube, hier kommt wirklich immer nur der raus. Ja, aber ich muss... Nee. Ich probiere es. Einmal probiere ich es noch. Übrigens, interessante Farbe. Hier diese Brombeerfärbung, ne? Nee, kommt immer nur der raus. Okay. Oh, ein P-Sack. Wow. Was für eine Freude hier mit diesem P-Sack. Oh, da ist ja noch ein P-Sack im Brombeer-Dungeon. Also die Färbung ist echt... Wow. Die Färbung ist schon ein bisschen hart, oder? Brombeer. Voll der schöne Brombeer-Dungeon. Da bekomme ich jetzt Lust auf Brombeeren. Oh nein, ich bin zu... Ne, super. Also wenn es weitergeht, dann sterbe ich hier wegen diesem Kügelchen. Hopp. Ja. Hopp. Oh nein, ein Gegner. Es gibt ja doch andere Gegner als diese Kügelchen. Sollte ich dieses Flammenauge diesmal vielleicht versuchen zu töten? Ich glaube, das kann ich auch gar nicht töten. Ich bin mir da nicht sicher. Ist hier überhaupt irgendwas? Außer blöde Diebe, die meine Erfahrungspunkte klauen. Magischer Krug wäre schön. Nee, ist natürlich gar nichts. Ist echt gar nichts. Kann ich das Ding überhaupt treffen? Ich weiß gar nicht. Oh, ich bin tot. Ups. Tja, okay. Gut, wenn ich hier tot bin, dann... Ja, dann muss ich wohl oder übel woanders hin. Okay, da ist nix. Also der Erfahrungspunkt ist Sack. Und wie gesagt, die brauche ich echt nicht mehr. Die sind echt... Die sind... Okay, irgendwo hätte ich hier einen Schlüssel. Also ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo ich den Schlüssel... Aber irgendwo habe ich einen Schlüssel gefunden. Okay. Keine Ahnung. Ich brauche sie ja eh nicht mehr. Ich habe den Masterschlüssel schon aus dem geheimen Dorf Kabuto, wo ich auf einmal Bäume roden anfangen kann mit meinem Hammer. Moment, wir machen hier nochmal Schild. Ja. Gut, okay, oder wir drängen ihn hier nach unten. Das geht natürlich auch. Und tschüss. Moment. Wahrscheinlich kann ich da nach unten springen, aber ich will es nicht riskieren. Ich möchte... Ja gut, garantiert sogar. Ja gut, weißt du was? Oh nein! Oh. Oh nein! Diese sinnlose Animation auch. Ich finde die so doof, die Animation. Ja, komm, geh da mal rein. Ich brauche ja keine Schlüssel mehr. Da wo ich hingehe, brauche ich keine Schlüssel mehr, ne? Schade eigentlich, jetzt muss ich die Dungeons nicht so genau durchsuchen. Aber ich muss das Item muss ich ja trotzdem mitnehmen. Oh je, natürlich gibt es hier wieder Medusenschädel. Eieiei. Immer. Nein! Okay, das war jetzt doof. Das war jetzt wirklich doof. Da bin ich jetzt absolut selbst schuld. Ich meine, ich bin immer absolut selbst schuld, aber das war jetzt richtig blöd. Ja, wie gesagt. Es macht so Spaß, weil jetzt darf ich den ganzen Weg wieder nach unten laufen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich Wald hier auch kaputt machen kann. Weil ich glaube nämlich nicht, dass das hier auch geht, oder? Nee, hier... Doch, ach, ich kann hier Wald auch wegräumen. Das ist ja interessant. Mit dem Hammer kann ich Wald wegräumen. Okay. Kann ich Sumpf auch wegräumen? Nö, Sumpf geht nicht. Das wäre auch komisch gewesen.
Also ich hoffe, ihr freut euch schon auf episches Gefehle von meiner Seite. In den riesen Dungeons. Weil auf das wird's rauslaufen, leider. Ich muss sagen, wir sind jetzt schon wieder relativ am Ende angelangt. Das bedeutet, ich werde zwar vielleicht nicht sogar irgendwann mal mit Safe States anfangen. Obwohl, nee. Möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich könnte hier mit Fee durchrattern. Aber ich lasse mich hier einfach treffen, weil ich habe da gar keine Lust auszuweichen, ja. Das ist, mich machen diese, also diese, dass hier diese blöden Dinge sind, das macht mich schon echt ein bisschen fertig. Muss ich leider sagen. So, gut. Weil das halt auch irgendwie so unnötig ist, ja. Das Problem ist halt wirklich, dass ich jedes Mal, wenn man stirbt, muss man hier so weit wieder zurück. Das ist irgendwie, aber das ist Absicht. Das haben sie absichtlich so gemacht, damit man das Spiel natürlich, damit Sterben auch wehtut quasi auf gut Deutsch, ja. So, komm, ich hau hier einfach jetzt, weil ich es kann, ich hau hier jetzt Wald weg. Gut, der Wald ist ja trotzdem noch da. So, Brücken. Hui. Oh nein, Gegner, die mir Erfahrungspunkte abziehen. Boah, das war knapp. Das wäre jetzt auch beinahe wieder. Naja, ihr wisst, was ich meine. So. Habe ich schon mal erwähnt, dass es sehr schön wäre, wenn da. Was kommt denn da jetzt? Die Skorpione, ne? Naja, das ist mir egal. Schau mal, vielleicht ist jetzt ein magischer Krug drin. Wahrscheinlich ja nicht, oder? Magischer Krug? Oh, doch. Cool, das geht sogar. Das hätte ich mir nicht gedacht. Okay. Er hat mich nicht mal ganz voll gefüllt. Na, egal. Okay. So, die Frage aller Fragen, die sich mir jetzt stellt, wo müssen wir hin? Da können wir auf jeden Fall schon mal durch, weil da ist nur Brombeer. So viel haben wir schon mal. Die Gegner ignoriere ich einfach mal oder laufe in ihre Projektile rein. Eins von beiden, ja. Der blaue Ritter, ja, komm, ich bin auch mein Freund, ne? Stirb einfach. Ich könnte ja trotzdem. Wie komme ich denn da eigentlich wieder hoch? Da komme ich ja dann gar nicht mehr hoch, oder? Hopp. Ja, oder. Gut, ich wollte eigentlich da drüben gucken, aber ich bin einfach nicht gesprungen. Oh, wow, das war knapp. Moment, ist da wieder ein Geheimgang? Warum kann ich da sonst. Das ist komisch. Warum kann ich das? Okay, ich habe keine Ahnung. Man weiß es nicht so genau. So, habe ich da drüben jetzt ein Steinchen übrig? Ja, hätte ich sogar. So, gut, dann einmal da rein. Da waren wir noch nicht. Also waren wir letztens schon, aber da sind wir gestorben. So, den blauen Ritter, den ignorieren wir mal gekonnt. Waren da Medusenköpfe? Ich glaube, ne? Ja, natürlich sind da Medusenköpfe. Stimmt, ich weiß ja, bin ich da aufgrund von. Ja, Dummheit gestorben. Ich kann mich erinnern. Dummheit, ne? Ja, und jetzt sterbe ich aufgrund von Medusenköpfen. Komm, ich nehme lieber den großen Sprung mit. Weil der ist wesentlich angenehmer. Ich weiß nicht, vielleicht schaffe ich es ja doch, dass ich die kaputt haue. Ja gut, wenn's. Nein, aufpassen. Ja gut, wenn ich sie einmal. Manchmal sind die auch weg, wenn ich sie kaputt haue. Das ist so komisch. Manchmal schon, manchmal nicht. So. Böse Geister. Oh, der ist ja ganz. Seit wann ist der so schnell? Warst du immer schon so schnell? Schön, dass die roten Ritter jetzt überhaupt keine Gefahr mehr für mich darstellen. Das freut mich dann immer am meisten. Okay, was haben wir da? Hä? Ah, da muss ich mit einer Fee, oder? Ja, wahrscheinlich. Nein, lass mich. Autsch, 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 autsch. Also, nur einmal Autsch natürlich. Man kann auch übertreiben, ihr wisst, wie es läuft. So. Yep. So, da hat mir die Macht der Fee. Hat mich hier rüber gebracht. Okay,
Okay, da ist ein weiterer. Ja, gut, dass wir den Hauptschlüssel haben. Da oben ist nichts außer so ein Knubbel. Ich gehe einfach jetzt immer nur durch die Schlüsseldinger. Weil wir müssen... Das Item müssen wir finden. Was? Oh. Was kommt hier jetzt? Da ist schon der Boss. Nein, nicht er. Ach, bitte nicht er. Weißt du, der macht mich am meisten fertig, ja? Warum ist da einfach so ein Zwischenboss? Da kann doch nicht einfach so ein Zwischenboss sein. Ist einfach so ein Zwischenboss. Du willst mich doch verarschen, Spiel. Ja, ist einfach so ein Zwischenboss. Okay. Habe ich da jetzt aber nicht Boss Rush Mode, oder? Aber das wär's jetzt. Weißt du, alle Bosse nochmal. Wieso kommt da einfach so... Oh Gott. So, hier kurz. So. Ich muss mir kurz mal wieder... Ich kann mir kein Leben mehr geben. Oh, da ist... Ach, apropos Leben. Da ist ein Leben. Ja, wow, toll. Danke, Spiel. Ja, toll. Jetzt ist da hinten Leben. Das ist schön. Was habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, das... Jetzt habe ich... Ich bin so ein Idiot. Ja, das verstehe ich nicht. Weißt du, da stirbt man und nach dem Tod ist irgendwie die Magie noch ausgewählt. Und ich habe auch keine Ahnung, warum nicht, dass ich jetzt Select gedrückt habe. War ein bisschen doof. Ist mir selbst klar. Ah, cool. Das Leben wird auch meine Farbe, wenn ich... So, ja, gut, ich habe ein Leben gefunden. Juhu, Link hat ein Leben gefunden. So, komm, einfach sterben, bitte. Jetzt ist aber die Frage, ist das jetzt so ein Sterbeloch oder ist das... Das müsste eigentlich ein Runterfallloch sein, oder? Weil Sterbelöcher müssten ja eigentlich mit Lava sein. Also ich glaube, das ist ein Runterfallloch. Oh nein! Ich habe keine Ahnung, wie man daran gekommen wäre. Natürlich. Kommt da wieder einer unserer Freunde raus. Jetzt habe ich gar keine Magie mehr. Ziehen wir... Achso, weil mir diese Dinge Magie ziehen, oder? Ziehst du mir Magie, du böses Ding? Offensichtlich, ne? So. Gut, ich habe keine Magie mehr. Aber zum Glück, ich habe ja ein Leben. Ich habe ein Leben gefunden. Ja, was ist das? Hä? Oh, ich glaube, da habe ich was... Da wurde was kaputt gegangen. Da hat die Programmierung des Spiels sein jähes Ende gefunden. Die gute Programmierung. So, okay, da ist sonst nichts. Passt, dann gehen wir da mal rüber. Ich habe keine Ahnung, es ist wieder ein Bombeerraum. Wahrscheinlich mit böse Geister. Nehmen wir zum Ritter. Der zum Glück ja nicht mehr so viel Gefahr ist. Magie wäre schön. Ich habe irgendwie keine Magie mehr. Aus Gründen. Und ich sehe gerade, die Aufnahme ist schon wieder... Also die Folge ist eigentlich schon wieder vorbei. Oh, apropos keine Magie mehr. Hier ist wieder Magie. Juhu, ich habe wieder Magie. So, füllt das ganz voll? Müsste ja ganz voll füllen. Juhu, sehr schön. So, okay. Gut. Ja, gut, den Schlüssel nehmen wir mit. Da hätte ich mich jetzt wahrscheinlich einsperren können, oder? Ich habe keine Ahnung. Für immer eingesperrt, für immer verloren. Ich sollte eigentlich... Oh, das sind ganz schön viele. Moment, das sind so viele. Nein, Fande ist falsch. Ich möchte eigentlich... Spell ist auch falsch. Reflekt wäre schön, ne? So, komm. Na komm. Super. So, okay. Noch so einer. Oh, ich bin fast tot. Trademark. Muss ich kurz leben. So, zack. Gut, aber wie es da drüben weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge erst. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.